Zurück in Kingdoms of Amalur widmen wir uns dem Quest Das Haus ohne Türen, immer noch im Gruppierungsquest. Die alte Schatzkammer wurde mit einem von der Schild verpflichteten Fenern angefertigten Duplikat des Schlüssels geplündert. Fenern sagt, man hätte sie glauben gemacht, sie würde helfen, den Kristallkrieg zu beenden. Über den Verbleib des Schlüssels weiß sie nicht viel, nur dass sie ihn einen gewissen Elben Meroch gegeben hat. Letzteren finde ich an der Tivili-Küste an der Straße nach Akata. Während ich der Sache nachgehe, versucht Gwyn, etwas über diese Magier in Erfahrung zu bringen. Ich treffe mich in Rat hier mit ihr, sobald ich fertig bin. Und ja, dem widmen wir uns jetzt mal. Deswegen sind wir hier jetzt... Sind wir doch, ne? Wir sind doch jetzt hier an der Tividi-Küste. Naja, nee, eigentlich nicht. Aber in der Nähe von Kulln auf dem Weg nach Tulan. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Hier gibt es auch immer noch so kleine Verstecke. Bin ich schon vorbeigelaufen? Nee, hier ist es. Ja, toll. So, da kommt irgendein Typ auf mich zugerannt. So. Das war's mit euch. Dich wollte ich gar nicht. Ich hab die kleine Krabbe getötet. In den Po geschossen. So. Die wollte ich eigentlich auch nicht, die Dolche. Kriege ich irgendwas Sinnvolleres? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Okay, wir sind aber auf dem richtigen Weg. Das sind Leute von uns, glaube ich. Hi. Voll der Treff. Nun denn. Dann reden wir mal mit der Elbin Meroch. Na, was ist das denn? Die Belagerungsbrecherin streift die Küste entlang? Habt ihr euch verlaufen, Heldin? Seid ihr kein Soldat? Natürlich bin ich Soldat. Das sind wir alle. Oder zumindest waren wir das, bis wir eine bessere Verwendung für Schwert und Schild gefunden haben. Sie haben den Schlüssel. Und wer genau seid ihr? Woher soll ich wissen, dass nicht ihr diese Schnüfflerin seid? Es ist wohl am besten, wenn ich euch einfach töte und mal. Ihnen die Nachricht selbst überbringe. Ja, versuch's. Bei den Göttern, tötet mich nicht! Ich weiß nicht, wer sie sind wirklich. Aber sie folgen den Befehlen von jemandem, den sie den Irren Horst nennen. Er findet sie im, oder eher unter, dem Zollhaus von Rathir. Ich war nie dort drin, aber es gibt ein Passwort. Immer dieses Blutgespritze, wenn sie kurz vorm Verrecken sind. Im Zollhaus? In Rathir, richtig. Aber es gibt ein Passwort und das kenne ich nicht. Ihr müsst euch selbst einen Weg ins Wespennest suchen. Ja, dann spritz mal weiter vor dich hin. Willst du noch was sagen zum Schnüffler? Das seid ihr, nehme ich an. Ist es nicht so? Jetzt verstehe ich, warum sie euch noch nicht aufgehalten haben. Oh Gott, jetzt, ja. Ist okay, wir reden nicht mehr mit dir. Ist mir viel zu doof. So, möchte noch jemand in meine Sprengfallen tapern? Habe ich kein Problem mit. Was war hier noch? Nichts, was wir brauchen. Dinge, die ich irgendwann mal übrig gelassen habe. Ach, die Musik ist so toll. Sollte man eigentlich gar nicht zerreden. Schöne Musik. Ich habe den Soundtrack auch privat. Schon länger. Och, Leute. Die kommen immer aus dem Boden gesprungen und ich weiß auch nicht, was das soll. Was wollte ich sagen? Genau, Soundtrack. Sehr, sehr schön. Gibt es auch ein paar Tracks, die echt toll sind. Und es ist halt doch nochmal immer, da kommen wieder welche, immer noch was anderes, wenn man das so, ja, sich privat anhört. Ohne aufzunehmen und einfach mal so nochmal an Kingdoms of Amalur so nachdenken, so was man schon bisher erlebt hat und den ganzen Flair irgendwie und das ist echt schön. Was mich aber ein bisschen nervt, ist, dass es so ruckelt im Moment. Das finde ich ein bisschen scheiße. Ja, hier waren wir auch schon mal, ich erinnere mich. Da vorne soll es sein, sonst hätte ich jetzt per Schnellreise mal geguckt, langsam. Nun Herr, das wird sich mit der Zeit bestimmt... Rathir, okay, wir sind mal wieder in Rathir, waren wir auch schon eine ganze Weile nicht. Wo darf's denn mal hingehen? Dö. 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 Dö.
Zollhaus. Ab ins Zollhaus. Ja, stimmt, doch. War ich auch schon ein paar Mal. Sogar mit euch zusammen. Kennt man schon. Jetzt hat uns die Stadtwache. Weiter geht's. Das wieder hierhin verschlagen. Aber diesmal gehen wir hier unten in die Ecke irgendwo hin. Irgendwo hier müsste die Person sein. Beziehungsweise keine Person, sondern ein Fenstergitter. Sag mir, was kostet die Lieferung per Schiff? Ich weiß von dem Schnüffler. Irgendetwas sagt mir, dass Shit. Ihr diese Schnüfflerin seid. Ihr gehört nicht hierher. Verdammt. Angriff! Scheiße. Das hat voll nicht geklappt. Kommt. Wow. Harsts Versteck betreten. Oh Gott, oh Gott. So, hier kann man jetzt auch nichts mehr machen. Aber das Versteck ist frei. Unsere Überzeugung hat leider nicht geklappt. Jetzt sollen wir den Typen suchen? Oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Echt jetzt? Ja, okay. Dann laufen wir mal noch tiefer. Irgendwo hier in Rathi auf einmal. Irgendwo im Underground. Menschen töten. Da. Gar nicht mal. Also natürlich immer noch für uns einfach zu besiegen, aber vom Stand, vom Schwierigkeitsgrad her gar nicht mal so schwache Leute, sag ich mal. Ja, Aalblatt. Wer braucht denn schon ein Aalblatt hier? Falls man nicht irgendwas zufällig gerade... Oder du mir. Das weiß ich noch nicht. Will dich aber eigentlich auch gar nicht haben. Wollen wir mal ein bisschen schleichen? Schleichen finde ich immer gut. Und die können, glaube ich, weg, ne? Ja. Schleichen macht Spaß, weil die Leute das nicht merken. Ihr solltet lieber fliehen. Oh. Oh. Irgendwie hat das damit schon wieder nicht geklappt. Oh, ihr nervt mich langsam. Ja, viel geblockt, aber hat jetzt auch nicht so bombastisch viel gebracht. Hey, wo kommt ihr denn noch her? Yo. Ist okay, Leute. Regt euch alle mal ab. So, irgendwo hier in der Ecke soll aber noch was sein. Wo? Da ist ein Versteck. Handschuhe der Feuerabschwächung. Na, die gucken wir uns mal an. Das hatte ich schon ausgewählt. Jetzt sollen wir weiter da lang laufen. Da lang. Alles klar. Tüdelü. Wie heldenhaft, kleine Kriegsgeweihte. Ja. Da sind wir nun zusammengekommen, du und ich. Ihr habt mich aufgespürt und euch bis zu meiner Türschwelle durchgekämpft. Aber die Schatzkammer wurde geleert und Lord Besin ist geflohen. Nach Eamons Island. Eamons Island? Ihr wisst nicht einmal etwas davon, richtig? Dabei ist es eure eigene Geschichte. Nun gut, lassen wir sie am besten begraben. Wo sind die Artefakte? Nicht mehr in unseren Händen, nicht mehr in meinen, sondern in Besins. Fürchtet euch nicht. Die Falangi werden eine Schönheit, so schrecklich und erhaben, in diese Welt bringen. Oh, schnack mal nicht. Warte, ich muss mal wieder was nehmen. Und warte, ich nehme auch gleich nochmal, weil lohnt sich an der Stelle ja mal wieder hier so einen Kram zu schlucken, ne? So. So, kann losgehen.
ich will irgendwie meine anderen haben. Die hier, ja. Ja, sehe ich schon kommen. Ich bin so langsam. Weißt du was? Keine Lust mehr hier. Dauert ja ewig mit dir hier. Weiß ich nicht, sie ist so langsam. Geh mal hin. Schnapp ihn dir. Schön. Essenz des Schicksals haben wir sogar bekommen dafür. Ui, schöne Sache. Was kriegen wir noch? Aha, alles klar. Ja, doch, interessanter Ort. Erinnert mich so ein bisschen an dieses Labor damals. Mit unseren Gnomenfreunden. Schwere Kiste mit vier Drittrichen. Ja, oh mein Gott, sogar geschafft. Sehr schön. Schönes Ding. So. Waren das jetzt alle? Da müssten doch noch mehr sein. Okay. Na gut. Ah, hier ist noch eine Truhe, die leicht geht. Leicht ist schön. So. Wo darf es denn jetzt mal lang gehen? Das haben wir nämlich jetzt geschafft. Das finde ich schön. Hier sollen wir raus. Ui, wo sind wir denn jetzt hier? Ach, wie lustig. Hier waren wir auch noch nie. Schöner Ausblick hier mit diesen bunten Herbstblättern. Erinnert mich gerade irgendwie so an so schöne, bunte Herbsttage. Und im Moment ist es ja eher schon dunkel und schneeig und winterig. Dabei haben wir noch gar nicht Winter. Eigentlich, offiziell. Naja. Egal. Zurück in Rat hier. Nein, Doch. So, hier ist die Gwyn. Besin. Der Besin? Wenn er wirklich auf dem Weg nach Eamons Eiland ist, müssen wir ihm augenblicklich folgen. Ich kenne hier in der Stadt einen Kapitän. Ich hoffe nur, Gontorm wurde nicht schon von jemand anderem angeheuert. Nehmt dies. Es ist ein Zeichen der Anerkennung von Delfric höchstpersönlich. Wir sollten ihn unverzüglich von unseren Entdeckungen in Kenntnis setzen. Wir setzen sofort die Segel? Ja, sobald wir ein Schiff finden. Sucht an den Docks nach Kapitän Gontorm. Wenn er ein verfügbares Schiff hat, wird er uns bestimmt helfen. Ist echt ein langer Quest. Wer ist denn Besin eigentlich? Also, was kannst du über den sagen? Manche sagen, er könne es mit Kaledus aufnehmen und säße sogar im Orbokant. Fest steht, dass er ein ausgesprochen mächtiger Magier ist. Wenn er hinter all dem steckt, fürchte ich, dass das hier nur der Anfang ist. Ich hoffe nicht, weil das ist echt anstrengend. Gwyns Nachforschungen. Ich wünschte, meine Nachforschungen hätten nur halb so viel ergeben wie die euren. Diese Magier nennen sich selbst die Phalangi, aber niemand hat je von ihnen gehört. Die Hälfte derer, mit denen ich gesprochen habe, wusste noch nicht einmal, was in der Halle der Briganten geschehen ist. Dabei sollten gerade sie derartige Dinge wissen, denn genau das ist ihre Aufgabe. Besin hat sein Vorgehen wirklich gut verschleiert. Und deine Stimme halt, obwohl wir gerade draußen sind. Gut, dann, Ihr überbringt Herold Delfric die Neuigkeiten.
und wir machen uns jetzt auf den Weg zu den Kais. Ja. Ziemlich heftige Winde in der Stadt. Da wir ja schon immer auf der anderen Seite waren und pipapo, kein Problem. Mein Schiff ist frei und wird dem Kurs folgen, den ihr vorgebt, meine Lieben. Käme die Bitte nicht von Kriegsgeweihten, würde ich niemals in die trügerischen nördlichen Gewässer segeln oder einen Fuß auf eine Insel setzen, die seit so langer Zeit verlassen ist. Aber für euch mache ich es. Ich mache es. Der Soldat steht im Weg. Wann können wir auslaufen? Sobald ihr möchtet, wie gesagt. Ja, gehen wir. Dann kommt an Bord. Die See mag zwar rau sein, doch ihr und eure Gefährtin habt nichts zu befürchten. Ihr befindet euch in fähigen Händen. Na dann, freuen wir uns auf eine Schifffahrt. Es geht los. Schiff fahren. Rüber. Und dass man gar keine schöne Schifffahrt mehr sieht, so wie früher. Sehr schade. So, da sind wir. Seht, das dort drüben ist die Festung. Ich frage mich, was wir finden werden. Und was Besin bereits gefunden hat. Wohin gehen wir? Wir müssen einen Weg in die Festung finden. Ich bin mir sicher, dass sie dort sein werden. Okay. Dann laufen wir los. Das ist es also. Eamons Island. Ja. Kennen wir ja schon. Aber ist toll nochmal mit dem Schiff hier irgendwie. Weil wir sonst ja immer irgendwie... Ja, wir machen immer so per Schnellreise und so. Und das hier ist ja doch nochmal was anderes. Man dann, so als hätte man, als wäre man halt echt noch nie hier gewesen, aber ist ja gar nicht so. Ah. Waren einst prächtige Türme und Wälle. Und auf jedem von ihnen wehte ein Banner im Wind. Tja, und jetzt ist es so. Spinnen. Aber wir sind ja relativ stark. Da ist das nicht so schlimm. So. Dann gehen wir jetzt hier nach Westen. Das dürfte dann der Eingang sein. Noch mehr Feinde. Weitere Phalangi. Ich glaube, sie haben uns gesehen. Ja, da hast du recht. Eamons Feste, da haben wir es. Da waren wir tatsächlich noch nie. Wo sind wir denn jetzt eigentlich so? Ah, tatsächlich. Ja, gut. Hier waren wir ja tatsächlich dann noch nie. Ich dachte, wir sind jetzt hier irgendwo eher an irgendeinem Küstenbereich. Aber hier, bei diesen in der Nähe der Insel und so, das ist doch ganz cool. Da haben wir mal einen ganz neuen Bereich entdeckt. So oberhalb von, ja, hier. Feindesfeuer und Tinehill, Hallen der Prüfung und so. Hier sind wir also, alles klar. Nicht schlecht. Gehen wir mal rein. Ich frage mich, was Besin hier wollte. Wonach hat er gesucht? Wenn sie aber so gerade ausholen und einem androhen wollen und dann... Seht doch nur! Was denn? Wonach suchen wir was?
Nach Hinweisen darauf, was Besin hier wollte und wie sein Plan aussieht. Ja. Was denn? Sehen. Okay, ich lauf mal hin. Hier gibt es nämlich noch mehr Leute. Die müssen jetzt hier um die Ecke kommen. Wo sind die denn? Da oben irgendwo? Hm? Ja. Da oben laufen die lang, deswegen haben die uns noch nicht so richtig irgendwie anscheinend entdeckt. Ja. Kommt ihr mal runter. Wir wollen euch töten. Es ist vorbei. Ein paar Glutaugen noch dazu. Und jetzt sollen wir hier oben lang. Okay. Meine Mutter war hier, vor langer Zeit. Sie hat damals viele alte Stätten aufgesucht. Können wir hier irgendwie ein bisschen dran vorbeischleichen? Kommst du hinterher, ohne dass man uns sieht? Lohnt sich das? Nein. Ihr werdet zahlen. Es ist vorbei. Schade, wieder nicht geklappt. Aber eine Kiste noch gefunden, die man leicht öffnen kann. Sollte ja nicht schwer dann sein. So. Das haben wir auch noch mitgenommen. Was gibt's hier noch? Da ist noch eine Leiche. Eine Robe, die das toppen wird, was wir haben. Ich weiß nicht. Mhm. Weiter geht's. Erst die alte Schatzkammer und jetzt dieser Ort. Aber wonach suchen sie nur? Es gibt hier keine Relikte. Nur längst vergessenes Wissen. Darfst ruhig weiterreden. Also ich töte die so nebenbei und du kannst weiter erzählen. Das ist völlig in Ordnung. Und da hinten war auch schon eine Geheimtür. Die müsste ich nochmal öffnen. Die habe ich gar nicht da hinten geöffnet, weil ich dachte, hey, ich will ja gar nicht raus. Ich will ja gar nicht zum Ausgang. Ah, vielleicht haben wir aber hier mehr Glück mit den Geheimtüren. Oh, und ist Karo. Wunderbar. Noch eine Truhe und dann... Tja. Dann weiß ich nicht, ob ich das jetzt hier noch schaffe in dem Part. Hat es doch wieder ein bisschen größer hier alles. Huch. Kann man das hier aufmachen? War das jetzt von dem? Ich glaube schon. Hm? Die Kriegerstärke kann man nochmal mitnehmen, aber das war's dann auch. Ja, hier haben wir jetzt nicht wirklich was gefunden. Vielleicht wäre in dem anderen Geheimgang noch was Cooles gewesen. Ich gehe da sonst nochmal zurück und gehe da rein. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur. Weiß gar nicht, wo ich jetzt aber herkomme. Und dann schauen wir mal, wie der Quest sich hier noch weiterentwickelt. Denn das ist tatsächlich ganz schön groß. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein umfangreicher Quest wäre. Aber ich muss auch zugeben, dass er auch interessant ist. Noch eine Truhe, die man leicht aufmachen kann. Ja. Das nehmen wir dann nochmal alles mit. Schaue ich mir dann offline nochmal an. Kriegen wir sogar immer ein bisschen Erfahrung für das Kistengeöffne hier. Und dann, ja, wie gesagt, schauen wir mal. Ach, hier ist noch einer. Komm mal her. Passt schon. Da hinten geht's lang. Hm, wir sind nicht mehr weit entfernt. Bis dann.